Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Seelenpartnerschaftsreading für das männliche Kollektiv für den Monat April. Ja, obwohl ich weiß, dass die meisten das für ihr Gegenüber anschauen, werde ich das weiterhin so handhaben, dass ich das männliche Kollektiv direkt anspreche. Ich mache das genauso wie die Legung für die weibliche Seite. Ich möchte hier erstmal wissen, welche Lernaufgabe, welches Thema ist für euch in diesem Monat die Überschrift? Was gibt es zu wissen? Was gibt es sich anzuschauen? Was möchte das Universum euch, dem männlichen Kollektiv, sagen? So, liebes Universum, eine Botschaft für das männliche Kollektiv für den Monat April. Die Karte Gratitude, also die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit. Interessant, es ist eine 23-Karte und es ist führt zu 5 und ich nehme tatsächlich 5 steht im Tarot für Veränderungen und diese Veränderungen, ich meine, jeder von uns kriegt sie gerade zu spüren, meine Lieben. Ich spüre diese Veränderungsenergie auf eurer Seite. Wir schauen mal, was hier geschrieben steht. Sei, wo du bist und sei dankbar. Es gibt immer etwas, für das man dankbar sein kann. Dankbarkeit erhöht die Vibration, also raise your vibration. Don't allow yourself to be surrounded by too many negative people. Also erlaube dir selbst nicht, zu viele negative Menschen in deinem Energiefeld zu haben, in deinem Raum zu haben. Das müssen nicht nur negative Menschen sein, das können auch Situationen sein, in denen du dich einfach nicht mehr wohlfühlst. Ich glaube, meine Lieben, es geht für euch darum, hier die schönen Seiten des Lebens zu sehen, die Dinge zu sehen, die gut laufen für euch, die Dinge zu sehen, für die ihr dankbar sein könnt. Denn aus dieser Energie heraus erhöht ihr eure Vibration, erhöht ihr euer Energiefeld und schafft somit eben die Voraussetzungen, das anzuziehen, was ihr euch wünscht, ne? Dass die Dinge ein bisschen leichter werden, dass die Veränderungen, die ich hier definitiv wahrnehme und die uns ja auch gerade alle betrifft, dass sich hier schöne Dinge rausentwickeln können. So. Gut. Liebes Universum, ich hätte gerne eine Energie für das männliche Kollektiv. Welche Energie umgibt das männliche Kollektiv? Sehr interessant. Sehr interessant. Das Ass der Schwerter war eine wichtige Karte im weiblichen Kollektiv. Es geht hier darum, Klarheit über etwas zu erlangen. Es geht hier darum, an der Unterseite des Decks die 4 Stäbe. Es geht hier darum, Klarheit über etwas zu erlangen. Es geht hier darum, vielleicht sich auch klar zu werden über diese Verbindung, ne, über diese Seelenpartnerschaft. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, seine eigene Wahrheit zu finden, die Dinge in sein Leben zu ziehen, durch das, dass man Entscheidungen trifft, die seiner eigenen Wahrheit entsprechen. So. Liebes Universum, welche Energie kreuzt diese Energie? Der Ritter der Schwerter. Ich würde gerne wissen, aus welcher Energie kommt das männliche Kollektiv? Mäßigkeit. Eine Karte noch zur Mäßigkeit, liebes Universum. Eine Karte noch zur Mäßigkeit. Aus welcher Energie kommt das männliche Kollektiv? Ritter der Stäbe. So viele Ritter bei euch. Ich hätte gerne noch eine Karte, weil ich habe hier schon einen Impuls.
Eine Karte zum Ritter der Stäbe. Eine Karte zum Ritter der Stäbe. Interessant. Die zwei Münzen. Auch die haben auf der weiblichen Seite eine große Rolle gespielt. Interessant. So, eine Botschaft zur Bewusstseinsebene des männlichen Kollektivs. Oh mein Gott, meine Lieben, für alle, die sich die weibliche Seite noch nicht angeschaut haben, schaut sie euch an. Der König der Münzen. Eine Karte zum König der Münzen. Wow, der Herrscher. Meine Lieben, wundervoll. Ihr wollt die Kontrolle über euer Leben zurück. Ihr wollt, ihr arbeitet daran, der Herrscher eures Lebens zu sein, euch wie, ja, in eure Stabilität zu finden. Vielleicht habt ihr daran auch schon gearbeitet, ne? Ich frage mal weiter. Eine Botschaft zur Unterbewusstseinsebene des männlichen Kollektivs. Der Eremit. Eine Botschaft zur Unterbewusstseinsebene. Noch eine Karte noch. Gleiche Karte, meine Lieben. Gleiche Karte. Viel an die gleiche Stelle auf der weiblichen Seite. Wow. Wow. Angst und Hoffnung des Universums. Angst und Hoffnung des männlichen Kollektivs. Page der Schwerter. Eine Karte noch. Angst und Hoffnung für das männliche Kollektiv. Interessant. So, wie sieht das männliche Kollektiv sich selbst, liebes Universum? Wie sieht das männliche Kollektiv sich selbst? Wundervoll, meine Lieben, wundervoll. Bereit für einen Neuanfang, würde ich sagen, mit dem Ast der Stäbe und dem Ast der Schwerter. Bereit für einen Neuanfang, für einen schönen Neuanfang. Ne? Ihr wollt wieder leben. Genauso nehme ich es wahr, meine Lieben. Ihr wollt wieder leben. Ihr wollt das Leben genießen. Ihr wollt das Leben wieder von seiner schönen Seite sehen. Ihr wollt wieder dankbar sein können für die schönen Dinge im Leben. Wow. Wie sieht das männliche Kollektiv, das weibliche Kollektiv, liebes Universum? Page der Stäbe. Und wie entwickelt sich diese Energie weiter? Liebes Universum, wie entwickelt sich diese Energie weiter? Vier Kelche. Eine Karte noch zu den vier Kelchen. Zehn Schwerter. Wundervoll. Wundervoll. Tolle Energie, meine Lieben. An der Unterseite des Decks. Die Kraft. Das ist das, womit das männliche Kollektiv sich auseinandersetzt. Und ich habe es gerade schon in dem Reading für die weibliche Seite gesagt. Ich nehme das auch in den Readings, die ich schaue, wahr, dass das hier, ne, das bestätigt, also beziehungsweise das, was ich jetzt gleich von mir gebe. Das sind wirklich kollektive Energien. Das, wo ich auch hinhöre und hinschaue, nehme ich genau das Gleiche wahr. Es geht darum, dass die männliche Seite wirklich da schwerst damit beschäftigt ist, seine eigenen Dämonen zu bezwingen, vielleicht auch in die Spiritualität zu finden, sich von seiner Intuition leiten zu lassen, sich von seinem Bauchgefühl leiten zu lassen, in die eigene Kraft zu finden, wirklich. Das ist die kollektive Energie für die männliche Seite der Seelenpartnerschaften. Aber wir fangen von vorne an. Eure Hauptenergie ist wirklich Antworten. Antworten finden, Schlussstriche ziehen. Ich sehe hier beim Ritter der Schwerter, ne, diese innerlichen Kämpfe, die man mit sich führt, dieses mit dem gezogenen Schwert durchs Leben laufen. Alles ist ein Kampf, alles ist hart. Ihr wollt dem Ganzen hier ein Ende setzen. Ihr wollt hier wissen, wo es hingeht für euch. Ihr wollt eure Wahrheit leben. Ich hätte gern eine Klärungskarte hier zum Ritter der Schwerter, liebes Universum. Eine Klärungskarte hier zum Ritter der Schwerter.
Der Gehängte. Der Gehängte spricht von so einem Stillstand, ne? Ein Stillstand, der einem aber dienlich ist, indem man die Dinge aus einer anderen Perspektive wahrnimmt. Und ich glaube, das ist passiert. Ich glaube, ihr habt die Dinge aus einer anderen Perspektive wahrgenommen und seid nun bereit, euch auf dieses Pferd zu schwingen. Und diese Entscheidungen zu treffen, die euch hier klar geworden sind, ne? Eine Karte noch zum Gehängten. Eine Karte noch zum Gehängten. Ja, neuer Weg. Zwei Stäbe. Ihr wollt einen neuen Weg einschlagen. Ganz klar. Ihr seid auch bereit, wirklich hier knallharte Entscheidungen zu treffen. Nicht mehr hart zu kämpfen. Das Leben ist nicht mehr hart. Ihr wollt das Leben wirklich wieder von seiner schönen Seite erleben. Das sagt mir auch, ja, das sagt mir die ganze Legung. Ihr wollt das Leben wieder von seiner schönen Seite sehen. Ihr wollt wieder dankbar dafür sein können, ne? Ihr wollt diese negativen Leute, diese negativen Situationen, wo es hier in dieser Dankbarkeitskarte darum geht, genau diese Entscheidungen trefft ihr euch, dem nicht mehr auszusetzen, hier keine Kämpfe mehr zu führen. An der Unterseite des Decks die sechs Stäbe, Erfolgsenergie. Ihr wollt euch wieder gut fühlen. Ihr wollt euch wieder gut fühlen. Ach, wundervoll, meine Lieben. So, ich frage, aus welcher Energie kommt ihr? Und vielleicht seid ihr so ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Der Ritter der Stäbe, das kann natürlich so eine Playboy-Energie sein, ne? Vielleicht habt ihr euch ein bisschen ausgelebt, vielleicht hattet ihr mehrere Eisen im Feuer. Aber dieses Bedürfnis nach Ruhe, dieses Bedürfnis nach innerer Ausgeglichenheit, das wurde immer größer. Und ich glaube, das ist ein bisschen kollidiert, ne, mit den zwei Münzen. Ich glaube, ich sage jetzt mal, der Lebensstil und der innerliche Wunsch, diese Fronten oder diese Schere wurde immer weiter, weshalb ihr plötzlich in so einen Wackelzustand gekommen seid, ne? Indem ihr irgendwie das Gefühl hattet, hey, ich muss mich jetzt entscheiden, ne? Will ich innere Ruhe oder will ich hier mein Ritter der Stäbe leben, weiterleben? Sagen wir es mal so. Ich hätte hier gerne noch eine Karte zur Vergangenheit. Drei Stäbe. Wieder ein neuer Weg. Ritter der Stäbe nochmal. Ritter der Stäbe klärt Ritter der Stäbe. Interessant. Sehr interessant. Der Ritter der Stäbe, das ist auch jemand, ne, der sich nicht so gerne auf feste Beziehungen einlässt. Der sich gerne einfach ich sage jetzt mal, ein paar Türchen offen hält, Optionen offen hält. Eine Karte noch. Der Tod. Okay, euch ist klar geworden, das wollt ihr nicht mehr. Euch ist klar geworden, ihr wollt irgendwie ankommen. Ich sag's mal so. Oder zumindest einen neuen Weg einschlagen, einen neuen Horizont sehen. Das ist die vergangene Energie, ne? Ihr habt euch hier wirklich mit einem Transformationsprozess auseinandergesetzt. Ich will hier noch was wissen. Ich habe das Gefühl, es gibt hier noch was zu sagen, meine Lieben. Ich habe das Gefühl, es gibt hier noch was zu sagen. Ich hätte gerne noch eine Botschaft zu den vergangenen Energien fürs männliche Kollektiv, liebes Universum. Eine Botschaft. Ja, Sonne. Wow, meine Lieben. Ich glaube, was auch immer die Ritter der Stäbe-Energie für euch bedeutet, vielleicht war es auch einfach so ein bisschen haltlos, ne? So ein bisschen eben nicht angekommen sein, irgendwie von Impulsen getrieben, ein sehr lebhaftes Leben. Und ich glaube, dieser Transformationsprozess hat wirklich etwas mit Ankommen zu tun, mit innerer Ruhe zu tun, mit Balance zu tun und vor allem mit dem Gefühl, wieder glücklich sein zu wollen, ne? Wirklich, wirklich glücklich sein zu wollen. Das sagt mir die Sonne. Wow. König der Münzen, Herrscher auf der Bewusstseinsebene. Da wollt ihr hin, ne? Dafür arbeitet ihr. Das sind die klaren Entscheidungen, die ihr trefft. Dass ihr euch wieder gut fühlt, dass ihr stabil dasteht, dass ihr euren Wert kennt. Dass es auch finanziell gut ausschaut, ne? Dass ihr einfach die Herrschaft über euer Leben zurückgewinnt und euch eben löst
von schlechten Energien, löst von schlechten Situationen oder aus schlechten Situationen, löst von Menschen, die euch nicht gut tun. Ich hätte gerne eine Karte hier zum König der Münzen und zum Herrscher. Drei Münzen. Das ist die Lernaufgabe, meine Lieben. Das war eure Lernaufgabe. Die eigene Stabilität zu finden. Eine Karte noch. Interessant. Interessant. Die Königin der Schwerter und das Ass der Münzen. Wir hätten jetzt drei Asse schon mal auf dem Tisch, meine Lieben. Also ihr wollt wirklich einen Neuanfang, ne? Vielleicht auch einen beruflichen Neuanfang. Vielleicht setzt ihr euch gerade wirklich mit einem beruflichen Neuanfang auseinander. Ihr wollt euch was Neues aufbauen. Auch das ist die Energie der drei Münzen. Ihr wollt eine andere Stabilität in euer Leben ziehen. Und ehrlich gesagt habe ich bei der Königin der Schwerter das Gefühl, es ist irgendwie ausgelöst worden durch die weibliche Seite. Aber ich hätte gerne noch eine Karte zur Königin der Schwerter. Der Narr, meine Lieben. So viel Neuanfangsenergie. Wirklich, so viel Neuanfangsenergie. Die Königin der Schwerter, das kann wirklich das weibliche Kollektiv sein, das gesagt hat, hey, nee, ne? Ich mag nicht mehr. Ich will, dass hier Leichtigkeit reinkommt, denn der Narr ist ja... ist ja die Klärungskarte zur Königin der Schwerter. Wow, an der Unterseite des Decks die zwei Kelche, meine Lieben. Vielleicht hat diese, was auch immer, wer auch immer die Königin der Schwerter für euch ist. Ich habe das Gefühl, hier hat jemand ausgelöst, dass ihr auch einen Neuanfang wollt. Ich glaube, hier hat sich jemand entfernt. Weil ihr das weibliche Kollektiv als den Pagen der Stäbe seht, als wirklich jemanden, der Leichtigkeit verkörpert ist, jemand, der so ein richtig schönes, jugendliches, süß-naives Lebensgefühl vermittelt, habe ich das Gefühl, das ist diese Person. Ich hätte gerne noch eine letzte Karte zur Königin der Schwerter. Ja, absolut. Die Königin der Schwerter, meine Lieben, sieben Schwerter, hat gesagt... alles oder nichts. Ne? Ich will nicht mehr, dass du davonläufst. Ich will diese ganzen Schwertkriege nicht mehr. Diese ganzen Mindfucks. Wirklich, Mindfucks. Ich bin raus. Ich bin raus. Und ich glaube, das könnte bei euch irgendetwas bewirkt haben. Zumindest den Wunsch nach eigener Stabilität. Unterbewusstseinsebene. Super interessant. Genau diese Karte fiel aufs weibliche Kollektiv, auch auf die Unterbewusstseinsebene, was mir den Impuls gibt. Ihr wollt doch beide das Gleiche. Aber ihr müsst erst herausfinden, mit dem Eremiten, ne? Vielleicht findet ihr gerade erst heraus, dass ihr beide das Gleiche wollt. Aber ich glaube, dass das weibliche und das männliche Kollektiv sich gerade darüber im Klaren wird, dass beide das Gleiche wollen. Interessant. Ich hätte gerne eine Karte hier zum Eremiten und den neuen Kelten. Eine Karte zum Eremiten und den neuen Kelten. Vier Schwerter. Wow, meine Lieben. Heilungsenergie, ne? Ich glaube, ihr versucht wirklich das hier, ne? Innere Ruhe zu finden. Zu erkennen, wo finde ich diese Ruhe, ne? Was... Der Eremit, der steht so für die Innenschau, für das Zurückziehen. Ich glaube, dass, warum ihr vielleicht, euch vielleicht noch im Rückzug befindet, ist diese Energie, sich darüber klar zu werden, wo wollt ihr hin? Welche Gefühle muss ich hier noch ordnen? Wie bekomme ich wirklich Ruhe in meine unterbewussten Themen? Was muss ich mir noch anschauen und in Heilung bringen? Wundervolle Energie, meine Lieben. Angst oder Hoffnung? Page der Schwerter, acht Schwerter.
der einzige Impuls, den ich da jetzt habe, ist so dieses, ne, ihr versucht herauszufinden, wo bin ich in meinen Gedanken gefangen? Wo, die acht Schwerter ist meine Selbstsabotagekarte. Wo sehe ich irgendetwas nicht anders, weil mich Ängste antreiben? Wo halte ich mich in einer Situation, in der ich eigentlich nicht glücklich bin? Ich glaube, das ist hier wirklich so ein Aha-Prozess. Und ich glaube, ihr habt die Hoffnung, hier, ne, eine Antwort zu finden, wie ihr aus diesem Zustand rauskommt. Ich hätte gerne eine Karte noch zum Pagen der Schwerter und zu den acht Schwertern fürs männliche Kollektiv. Page der Schwerter klärt Page der Schwerter. Interessant. Interessant. Also, ihr seid wirklich gerade, ne, in diesem Eremitenmodus. Ihr versucht wirklich gerade, Erkenntnisse zu bekommen. Ihr versucht wirklich gerade, die Dinge zu verstehen. Ihr schaut euch das alles genau an. Ich habe auch das Gefühl, ihr schaut euch genau an. Ihr schaut euch genau an. Eine Karte noch. Eine Karte noch. Der Wagen. Ihr werdet euch im Klaren oder ihr hofft, ne? Ich bin bei Ängste und Hoffnung. Ihr hofft, dass ihr euch darüber im Klaren werdet, wo es für euch hingehen soll. Wie ihr da rauskommt. Wie ihr aus dieser Energie, dass ich fühle mich irgendwie gefangen, rauskommt. Und die Hoffnung ist, dass ihr diese Antwort findet. Eine letzte Karte. Eine letzte Karte. Königin der Stäbe. Eine Karte. Er ist die Königin der Stäbe. Also mal davon abgesehen, dass ich glaube zu wissen, wer die Königin der Stäbe ist. Wow. Wow, 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 wow. Die drei Kelche stehen für Wiederzusammenführung, ne? Für Vereinigung, für Reconciliation. Ihr wisst, meine Lieben, mein Tarotkopf denkt einfach Englisch, deswegen werde ich immer wieder so englische Wörter einwerfen. Es geht hier darum, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie ihr zu eurer Königin der Stäbe zurückkommt. Der Turm und die Kraft, nochmal die Kraft, ne? Wenn der Turm gerade in eine Legung fiel, und er fiel übrigens im weiblichen Kollektiv zweimal, wenn der gerade in eine Legung fällt, nehme ich damit einfach gerade diesen energetischen Wirbelsturm wahr, der gerade die ganze Welt beherrscht, ne? Alles ist in Aufruhr, alles will sich verändern. Wir haben alle noch keine Ahnung, wo dieser Turmmoment uns hinbringt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sich sehr, sehr, sehr viele Dinge verändern werden, grundsätzlich. Und diese Veränderungsenergie, die gerade auf uns alle einwirkt, dient dazu, in die eigene Kraft zu finden. Und ich glaube, die Hoffnung habt ihr auch. Ich glaube, die Hoffnung habt ihr auch, dass sich Dinge so krass für euch verändern, damit ihr diese acht Schwerter hinter euch lassen könnt. Wow. Wie seht ihr euch selbst? Ass der Stäbe. An der Unterseite des Decks die 10 Schwerter. Hier auch nochmal 10 Schwerter. Ne? Ihr wollt das nicht mehr. Ihr wollt nicht mehr so, wie es war. Ihr wollt ein neues Leben. Ihr wollt, dass der Kampf vorbei ist. Ihr wollt, dass die schweren Zeiten vorbei sind. Dass es aufhört, wirklich, dieses sich von Gedanken fertig machen zu lassen. Ja, der Teufel. Raus aus all diesen negativen Anhaftungen, raus aus diesen, ja, 5 Schwerter. Ihr wollt wirklich, wirklich einen grundlegenden Neuanfang. Und diese ganze zehrende, schwere, anstrengende, selbstzweiflerische Energie hinter euch lassen. Ihr wollt leben, wirklich. Das Ass der Stäbe sagt mir immer, ich will durchatmen, ich will leben, ich will glücklich sein, ich will Spaß haben, ich will dankbar für die schönen Dinge im Leben sein und mich nicht ständig mit irgendeinem Scheiß auseinandersetzen. So nehme ich es wirklich wahr. So, eine Klärungskarte zum Ast der Stäbe. Wie sieht das männliche Kollektiv sich selbst? Interessant, dass hier die Herrscherin fällt, meine Lieben.
Ihr wollt auch einen Neuanfang mit eurer Herrscherin. Möglicherweise. Nur ihr wisst das. Ich weiß das nicht. Ihr wisst das, ob ihr das wollt. Eine Karte. König der Schwerter. 6 Münzen. Der König der Schwerter, ne, das ist immer so einer, der so ein bisschen emotional distanziert ist. Der nicht so gerne preisgibt, was er wirklich fühlt. Der einfach sehr verschlossen ist. Aber mit den 6 Münzen und der Herrscherin und dem Ast der Stäbe, sagt mir das, ihr wollt hier etwas zurückgeben. Das, was ihr vielleicht vorher nicht so gut zeigen konntet. Ihr wollt hier einen Neuanfang, der ausgeglichen ist, ne, wo Geben und Nehmen im Einklang ist, wo... Ja, ich glaube, diesen Neuanfang wollt ihr, diese Disbalance zwischen euch. Mir fällt kein Wort ein, außer dir. Eine letzte Karte hier. König der Stäbe, meine Lieben. König der Stäbe. Königin der Stäbe, König der Stäbe. Power Couple. Ihr wollt das Leben wieder spüren. Ne? Ich habe das Gefühl, es gibt hier eine Person, diese Königin der Stäbe, die sprüht vor Leben. Und ihr wollt auch leben. Ne? Ihr wollt auch diese Feuerenergie in euch aufsaugen. Und euch genauso fühlen. Ne? Feuerenergie. Ihr wollt wieder leben. Und das wirklich spüren. Eine Karte zur, also beziehungsweise, wie seht ihr das weibliche Kollektiv, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, das weibliche Kollektiv kommt euch sehr leicht vor, sehr entspannt, sehr offen, sehr abenteuerlich oder abenteuerlustig. Sehr frei, sehr frei. Eine Karte zum Pagen der Stäbe. Liebes Universum, eine Karte zum Pagen der Stäbe. Wow. Ritter der Kelche, 6 Stäbe. Also entweder ist der Ritter der Kelche, ne, noch eine Energie, wie ihr das weibliche Kollektiv wahrnehmt, nämlich als sehr herzlich, ne, kann gut Gefühle zeigen, kann sich gut äußern, wirkt sehr erfolgreich auf euch. Entschuldigung. Ja, wirkt sehr erfolgreich auf euch, wirkt sehr glücklich, sehr angekommen, sehr ausgeglichen. Der Ritter der Stäbe sagt mir aber auch, dass ihr das Bedürfnis habt, euch zu öffnen. Ich hätte gerne noch eine Karte zum Ritter der Kelche. Eine letzte Karte zum Ritter der Kelche. Ritter der Münzen. Jetzt hätten wir alle Ritter auf dem Tisch. Ritter heißt, ne? Die Pagen sind reine Kommunikation. Der Ritter hat immer noch Aktion dahinter, ne? Der will was tun. Ich glaube, ihr wollt hier mit dieser Münze auf euer Gegenüber zukommen. Oder mit diesem Kelch, je nachdem. Aber ich glaube, ihr habt hier das Bedürfnis, was zurückzugeben, was ich hier auch schon wahrgenommen habe, ne? Hier irgendwie Ausgleich zu schaffen. Wie entwickelt sich diese Energie weiter, frage ich. Interessant. 2 Kerzen, die schon ausgegangen sind. Ich habe nicht gesehen, wann die erste Kerze ausgegangen ist. Aber wenn das passiert, deute ich das als ein Jahr des Universums. Meine Lieben. Oder ich fühle mich in dem Moment, in dem eine Kerze ausgeht, bestätigt in dem, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht wisst ihr, wann die erste Kerze ausgegangen ist. Ich habe es nicht mitbekommen. So, zurück zum eigentlichen Thema. Und das ist eine Energie, die ich wirklich schon lange, lange wahrnehme. Was heißt schon lange, lange? Nein. Gottes Willen. Die ich in der letzten Zeit für die Seelenpartnerschaften wahrnehme. Die 4 Kelche ist für mich dieses Runner-Chaser-Ding. Ne? Einer bietet was an, der andere sieht es nicht. Ne? Und weil der andere es nicht sieht, kommt man nicht zusammen. Aber die 10 Schwerter sagen, dieser Kampf im Miteinander ist vorbei. Dieser Kampf im Miteinander ist vorbei. Es muss hier ein neuer Zyklus im Miteinander begonnen werden. Und das ist
ne, wie entwickelt sich das weiter? Dass man diese Energie, diese, wie es vorher war, einfach hinter sich lassen kann und eben neu anfangen. Denn ich habe das Gefühl, ihr seid total auf Neuanfang eingestellt. Ich hätte gerne eine letzte Karte zu den vier Kelchen und den 10 Schwertern. Eine Karte zu den vier Kelchen und den 10 Schwertern. 9 Stäbe, ja. 9 Stäbe heißt mit der Vergangenheit abschließen. Einen Zaun ziehen. Was war, war. Es ist an der Zeit für neue Energien. Es ist an der Zeit für ein neues Miteinander. Eine Karte noch. König der Kelche. Ihr wollt wieder fühlen. Ne? Ihr wollt diese ganze Schwertenergie hinter euch lassen, diesen Zaun ziehen und euch nicht mehr von diesen Gedanken oder von äußeren Einflüssen oder von was weiß ich. Ne? Für jeden sind die 10 Schwerter was anderes. Aber ihr wollt wieder fühlen. Ihr wollt euch stark fühlen in euren Gefühlen. Ihr wollt ausleben, was ihr fühlt. Und nochmal das Ass der Schwerter, meine Lieben. Und diese Entscheidungen trefft ihr. Ihr trefft diese Entscheidungen, euch nicht mehr so zu fühlen, euch wieder wohl in eurer Haut zu fühlen, zu euren Gefühlen zu stehen, die Person zu sein, die ihr sein wollt. Ihr seid wirklich bereit für Schlussstriche, weil ihr dahin wollt, meine Lieben. Wow. Gut. Meine Lieben, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading. Für all diejenigen, die sich das weiterführende Reading nicht anschauen, ich hoffe trotzdem, dass hier Botschaften dabei waren, die euch in eurer Situation hilfreich waren. Solltet ihr in irgendeiner Art und Weise noch zweifeln, ob ihr hier, ne, ob ihr hier krasse Entscheidungen treffen sollt, die ich definitiv sehe mit dem Ass der Schwerter, möchte diese Legung euch sagen, wenn es sich für euch richtig anfühlt, dann solltet ihr das tun. Gut, meine Lieben, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!